Dein Name ist süß. Dein Name ist Poesie. Dein Name ist Herrlichkeit. Kein Name steht über deinem Namen. Ich danke dir, dass wir eingetauft sind in deinen Namen, dass du unsere Namen süß machst, wo Bitternis war. Danke, Jesus, für die Süße deines Namens. Ich danke dir, Jesus. Los mit dieser Wolke über diesem Berg, diese schwarze Wolke, die über diesem Berg hängt. Und ich kriege dieses Bild nicht los mit der schwarzen Wolke, die über diesem Berg hängt und wo die Blitze einfach nur runtersausen von dieser Wolke. Und daher möchte ich nur sagen, das ist nur Wetterleuchten. Lass die Wolke ziehen. Lass die Wolke ziehen aus. This place tonight. Und es ist eine sehr reine Atmosphäre an diesem Ort heute. And it's such a joy, there's such a peace here. Und es ist so eine Freude und so ein Frieden hier. And just speaking to you from somebody coming in from the outside. Und ich spreche hier als jemand, der jetzt von draußen hereingekommen ist. It's a great place to be. Und es ist ein großartiger Ort, um hier zu sein. Your hearts are hungry. Und eure Herzen sind hungrig. For the presence of God. Für die Gegenwart Gottes. For the glory of God. Und für die Herrlichkeit Gottes. For the word of God. Und für das Wort Gottes. And the Lord said, everything that is of me will stand. Und der Herr sagt, alles das, was sich zu mir ausrichtet, das steht. Das, was von mir kommt, das steht. And it will pass the test of time. Und es wird auch diese Prüfungen der Zeit bestehen. Time tells a lot. Und Zeit sagt viel. And what God has begun. Und was Gott begonnen hat. He will complete. Das wird er auch zu Ende bringen. You can't do it. Du kannst es nicht tun. I can't do it. Und ich kann es auch nicht tun. But we got a big God in us. Aber wir haben den großen Gott in uns. And he will do it. Und er wird es tun. Hallelujah. Thank you, Jesus. So that's what I had on my heart. Danke, Jesus. Und das ist das, was ich auf dem Herzen hatte.
Hoch, hoch, hoch den Namen Jesus, wir heben hoch, hoch. Christus, unseren Herrn, wir preisen dich. Du allein bist König, die Ehre. Wir heben hoch, hoch, hoch den Namen Jesus, wir heben hoch. Christus, unseren Herrn, wir preisen dich. Du allein bist König, dir nur allein gebührt die Ehre. Nur dir, Jesus, wir heben hoch, hoch, hoch den Namen Jesus, wir heben hoch, hoch. Christus, unseren Herrn, wir preisen dich. Du allein bist König, dir nur allein gebührt die Ehre. Dir nur allein gebührt die Ehre. Nur allein gebührt die Ehre. Wir heben hoch, hoch, hoch den Namen Jesus. Wir heben hoch, hoch. Christus, unseren Herrn, wir preisen dich. Du allein bist König, dir nur allein gebührt die Ehre. Ich auf den Herrn, auf sein Wort, auf die Salbung, was Gott tut, habt ein offenes Herz. Vater, ich bete jetzt, dass du mit deinem Wort ausrichtest, was du vorhast heute Abend, was du uns sprechen willst heute Abend. Ich danke dafür in Jesu Namen und ich preise dich dafür, Herr. Letzten Sonntag habe ich ein bisschen mit euch Pfingsten betrachtet, weil Pfingsten das Fest der Gemeinde ist. Haben wir gesehen, dort ist die Gemeinde hervorgekommen. Wenn ich euch fragen würde, wie alt ist die Gemeinde? Seit wann gibt es die Gemeinde? Und dann könnte man natürlich sagen, seit Pfingsten gibt es die Gemeinde. Aber wenn man etwas kühner denkt, dann könnte man auf die Idee kommen, es gibt die Gemeinde eigentlich schon, seit Jesus die ersten Jünger berufen hat. Denn er hat mit den Jüngern eine Gemeinschaft für 3,5 Jahre gelebt. Die Dynamik der Liebe und des Miteinanders, wo wir uns dem Haupt Christus unterordnen, bereits vorweggenommen hat. Was Jesus mit den Jüngern gelebt hat, war bereits ein Mutterleib, eine Vorbereitung von Pfingsten. Ja? Also könnte man sagen, die Gemeinde ist älter als Pfingsten. Die Gemeinde gab schon seit Jesus die Jünger um sich geschart hat. Aber wenn man noch weiter zurückgehen will, seit wann gibt es die Gemeinde? Seit wann gibt es die Gemeinde wirklich? Dann würdest du, ja, nicht seit Adam und Eva, das wäre viel zu jung, dann würdest du draufkommen, dass es die Gemeinde gibt.
solange es den dreieinigen Gott gibt. Denn was die Gemeinde eigentlich ist, wenn man eine Offenbarung bekommt, was die Gemeinde Jesu Christi ist, dann ist die Gemeinde wie im Himmel, so auf Erden, die Liebesgemeinschaft, die der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist in sich selbst hat, die wollte er zum Ausdruck bringen, die wollte er downloaden auf Erden. Und das, wohin er sie downloaden wollte, war eine Gemeinschaft von Menschen, die er seine Gemeinde nennt. Wenn du also wirklich zurückfragst, wie alt die Gemeinde ist, dann musst du sagen, so alt wie der dreieinige Gott. Sie ist ewig. Sie ist ewig. Von Ewigkeit, bevor es eine Schöpfung gab, einen Teufel gab, bevor es Engel gab, gab es bereits die Dynamik der Gemeinde. Und die Dynamik der Gemeinde ist eine Dynamik voller Agape-Liebe. Es ist eine Dynamik, wo man den anderen höher achtet wie sich selber, wo man den anderen verherrlicht, wo es mir wichtig ist, dass es dir gut geht, wo es mir wichtig ist, dass du geehrt wirst, dass du in deine Bestimmung kommst, dass du zum Zug kommst. Das ist eigentlich die Dynamik und das Wesen der Gemeinde. Egal, wie du Gemeinde erlebt hast oder ob du vielleicht momentan in keine Gemeinde gehst, egal, ob du Gemeinde für dich ein Schimpfwort ist, weil du dort Manipulation erlebt hast, weil du dort erlebt hast, dass du vielleicht verheizt wurdest in Diensten oder ein Machtgerangel es gegeben hat. Aber ich sage dir eins, egal, was du erlebt hast, Gott sieht die Gemeinde anders. Er sieht sie anders und er will, dass bevor Jesus wiederkommt, die wahre Gemeinde Jesu Christi hervorkommt am Angesicht dieser Ende. Eine Braut ohne Flecken und Runzeln. Und bevor, ich sage euch etwas, bevor diese Art von Gemeinde Jesu Christi nicht hervortritt, kann Jesus nicht wiederkommen. Ich sage jetzt, beim ersten Kommen Jesu gab es Bedingungen, gab es Konditionen. Es brauchte einen Simeon, es brauchte eine Hanna, die das Kommen des Messias vorbereiteten durch ihre Fürbitte, die es vorbereitet haben durch einen Lebensstil der Hingabe. Und dann sagten sie, jetzt kann dein Knecht gehen, denn meine Augen haben die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Ja? Und ich sage dir, es gibt Dinge, die kann Gott unilateral gar nicht durchsetzen. Es gibt Dinge, das sind dem allmächtigen Gott die Hände gebunden, weil er uns braucht dazu. Er braucht den Menschen, die das erste Kommen Jesu vorbereiteten. Und er braucht uns, um wiederzukommen zu seiner Braut und seiner wahren Gemeinde. Und das ist ein ehrfurchtgebietender Gedanke. Und ich möchte dir einfach mal beschreiben, wie die frühen Christen und die Kirchenväter die Liebesbeziehung in der Dreieinigkeit beschrieben haben. Sie haben sie beschrieben als einen göttlichen Tanz. Sie haben beschrieben, dass der dreieinige Gott einen Tanz tanzt. Einen Tanz der Liebe, einen Tanz der Ehrbarkeit. Und so glücklich Gott war, diesen Tanz zu tanzen, so erfüllt Gott war, diesen Tanz zu tanzen, sehnte er sich doch dazu, einen neuen Tanzpartner zu gewinnen. Darf ich bitten? Fragt Gott. Darf ich bitten? Es ist nicht Damenwahl, es ist nicht Herrenwahl, es ist Gotteswahl. Das Parkett ist eröffnet. Gott bittet zum Tanz. Und man könnte sich fragen, ja, wer könnte denn ein Tanzpartner für Gott sein? Wer könnte seinen Rhythmus aufgreifen? Wer könnte seine geistgeführten Schritte sich führen lassen? Wer könnte mit Gott sich bewegen in seinem Tanz? Wer? Die Antwort mag dich überraschen. Du. Gott will dich haben. Er hat dich auserwählt, vor Gründung der Welt, in ihm, als einen Tanzpartner, mit dem er den Tanz der Liebe tanzen kann. Gott ist ein Romantiker, Gott ist ein Gentleman, Gott ist jemand, der das im Herzen hat. Und er will dich, er will nicht ohne dich. Du könntest sagen, er hätte sich eine Menge Scherereien sparen können ohne dich. Stimmt? Aber er will nun mal nicht ohne dich. Und ohne mich. Ich verstehe es auch nicht. Aber weißt du was? Du solltest dich freuen, dass er dich will und dass du nicht zufällig hier sitzt. Nico, du kommst erst seit ein paar Wochen zu uns. Vielleicht hast du gedacht, schauen wir mal,
Der Hans hat gesagt, komm mal vorbei. Also bin ich vorbeikommen. Aber die Sache ist einfach die, umso länger du da bist, umso mehr wirst du merken, dass du Teil eines Skripts bist, eines göttlichen himmlischen Drehbuchs, dass du ein Protagonist und Akteur bist in einem Drehbuch, in einem Drama, in einer großartigen Liebesgeschichte, die du dir gar nicht ausgesucht hast. Auf einmal bist du damit hinein involviert. Und du denkst dir, wie bin ich dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind? Ich verstehe es auch nicht recht. Aber irgendwie ist es gut. Irgendwie ist es faszinierend. Irgendwie hat es mein Leben aus dem Mittelmaß des Gewöhnlichen emporgehoben. Und so geht es uns allen. Du, wir alle haben uns hier rein irgendwie verstolpert und vergaloppiert und sonst was. Aber am Ende haben wir gemerkt, hey, ist eigentlich das Beste, was uns passieren konnte. Nicht wahr? Amen. Halleluja. Und wir merken auf einmal, das Leben hat einen Sinn, das Leben hat ein Ziel, das Leben hat einen Ursprung. Ich bin eingebunden in ein größeres Ganzes. Ich bin in einen Liebesplan Gottes einbezogen, in ein Abenteuer sondergleichen. Das Leben ist mehr als Essen, Trinken, Geld verdienen und irgendwie sich durch den Tag fretten. Das Leben ist mehr. Halleluja. Weißt du, Jesus wurde gesandt auf diese Erde. Und er hat verschiedene Dinge wiederhergestellt und uns vor Augen gestellt. Und etwas, was uns vor Augen gestellt hat, ist den Menschen, wie er in sich gedacht hat. Wie Gott sich den Menschen gedacht hat. Weißt du, als der Pilatus auf der Tribüne stand und sagte, siehe, der Mensch. Und Jesus stand da, Dornenkrone, Wunden, Blut, alles. Da hat Pilatus prophetisch gesprochen. Weißt du, was er im Grunde genommen sagte? Dieser Mensch ist Gottes wahrer, wirklicher, echter, vollkommener Mensch. Der ist der Standard. Er ist die Norm. Er ist der echte Mensch. Alle anderen leben subnormal. Alle anderen sind komisch. Aber er ist der einzig Normale unter lauter Verirrten. Der Kaiphas, der ihn töten wollte, hat geweissagt. Aber weißt du, als Pilatus sagte, ein Mensch, was heißt denn der Name Adam? Adam heißt Mensch. Und Adam hat es vermasselt. Aber Jesus wurde der letzte Adam. Es gab nach dem ersten nochmal einen Adam. Und er kam und hat es richtig gemacht. Halleluja. Und so hat uns Jesus, er hat sich selbst Mensch genannt, wahrer Mensch, Menschensohn, Sohn des Menschen. Er hat selber gesagt, wollt ihr wissen, wie Gott den Menschen wollte? Schaut mich an. Schaut mich an. Schau Jesus an, wie er die Menschen liebt. Schau ihn an, wie er lacht und feiert und locker ist und Spaß hat. Schau ihn an, wie er Gutes tut allen, wie er heilt und befreit und die Werke des Teufels zerstört. Schau ihn dir an und du siehst den wahren Menschen, der Schlange den Kopf zertritt. Das ist es. Denn das war der Auftrag an Adam. Herrsche über die kriechenden Tiere. Herrsche über den Skorpion. Herrsche über die Schlange. Zertritte den Kopf. Das war sein Auftrag. Aber Adam hat es nicht getan, aber der letzte Adam hat es getan. Halleluja. Aber Jesus hat nicht nur präsentiert und gezeigt, was der wahre Mensch ist. Er hat auch präsentiert und gezeigt, was der wahre Gott ist. Als Philippus fragte, zeig uns den Vater, sagt er, solange bist du unterwegs mit mir. Wer mich gesehen hat, hat Gott den Vater gesehen. Jesus zeigte in seinem ganzen Handeln, so ist Gott. So ist der wahre Mensch. Und so ist der wahre Gott. Phänomenal, was Jesus gemacht hat. Und hat die Werke des Teufels zerstört. Warum? Weil er die Menschen so liebt. Und ich sage dir eins, wer zum Bösen schweigt, arbeitet in Wahrheit mit ihm zusammen. Gleichgültigkeit ist Kooperation mit dem Teufel. Ein gleichgültiger Christ ist Handlanger der Dämonen. Entweder bist du ein Teufelszerstörer oder du bist ein Vernichter der Menschen und des Lebens. Es gibt nur zwei Arten von Zerstörung, die du lebst. Automatisch. Jeder Mensch ist ein Zerstörer. Ein Zerstörer der Liebe, ein Zerstörer des Glaubens
Oder ein Teufelszerstörer, ein Werke des Teufelszerstörer. Ich sagte es, jeder ist ein Zerstörer. Welcher Zerstörer bist du? Ich sagte eins, wenn du nicht Gerechtigkeit liebst und Ungerechtigkeit hasst, förderst du das Böse. Deine Gleichgültigkeit, deine Lauheit, deine Mittelmäßigkeit, dein passt schon, tut schon, ich komme eh in den Himmel, zerstört die Liebe. Es gibt keine Alternative. Wenn du mit Jesus zusammenarbeitest, musst du ein Zerstörer sein der Werke des Teufels. Und Jesus hat 12 Männer ausgebildet. Er nannte sie Apostel, Gesandte, Ausgesandte. Und wozu waren sie ausgesandt? Sie waren ausgesandt, die Gemeinschaft, die der Vater mit dem Sohn hat, hier auf Erden auszuweiten und auszubreiten und diese Ekklesia, die Gemeinde, hervorzubringen. Jesus sagte selbst, ich werde meine Ekklesia bauen. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforten, die Tore des Todes, werden sie nicht überwinden. Und ich sage dir eins, wenn Jesus seine Gemeinde baut, baut er sie in Auferstehungsleben, in Zoe-Leben. Baut er sie in, ich sage dir, wenn Menschen Gemeinde bauen, wird die Todeskraft des Teufels sie zerstören. Aber wenn Jesus die Gemeinde baut, ist sie unzerstörbar für jeden Angriff des Todes. Der Tod wird nach der Gemeinde greifen und er muss nach ihr greifen. Ich sage dir eins, im Hebräerbrief steht, dass alles erschüttert werden muss, was erschütterbar ist. Und es ist gut so. In der Erschütterung, in der Krise zeigt sich, im Feuer zeigt sich, mit was du gebaut hast. Hast du gebaut mit Holz, Stroh und Heu oder hast du gebaut mit Gold, Silber und Edelsteinen, mit dem Baumaterial Gottes? Und ich sag dir, wenn du mit Gott gebaut hast, wenn du im Glauben gebaut hast, wenn du ein wahrhaftiger Berufener bist, lass das Feuer kommen, lass das Erdbeben kommen und lass erschüttert werden, was erschütterbar ist, damit das, was unzerstörbar ist, stehen bleibt. Amen. Und ich muss eins sagen, ich habe keine Angst, wenn der Tod nach dieser Gemeinde greift. Ich habe keine Angst, weil ich will, dass diese Gemeinde zerstört wird, wenn sie aus meiner Kraft gebaut wäre. Ich will sogar, dass sie stirbt. Ich will, dass sie fällt. Ich will, dass sie kaputt geht. Warum bist du so verrückt, Michael? Warum kannst du so reden? Weil ich will, dass das, was von Gott ist, sich erhebt. Weil ich will, dass die ganze Welt, meine größten Feinde, Gegner, Spötter sehen, was hier passiert, ist nicht zerstörbar. Amen. Das will ich, das will ich. Und das will jeder wahrhaft berufene Gesandte des Himmels. Er will es. Er will, dass Christus gesehen wird, nicht ich. Lass meine Ehre runtergehen. Lass unsere Ehre runtergehen. Aber lass Christus, das Lamm Gottes, gesehen werden. Du denkst, ich bin ein bisschen verrückt. Ja, bin ich. Vielleicht der Finsternis und reiches Lichts. Und möge es mehr Verrückte geben. In einer Welt, wo eine Normalität pervers ist, bin ich froh, ein Verrückter zu sein. In einem Christentum, wo so viel Durcheinander, so viel Verwirrung, so viel Menschendienst herrscht, will ich lieber verrückt sein. Ich sag dir eins, die Leute kamen nicht zu Jesus, weil er ihnen das Höllenfeuer heiß machte. Er kam nicht zu Jesus, und ich glaube an die Hölle übrigens, aber sie kamen zu Jesus nicht, um der Hölle zu entfliehen. Sie kamen zu Jesus, weil sie angezogen wurden von ihm. Sie wollten bei ihm sein. Sie wollten in seiner Nähe sein. Sie wollten seine Liebe erfahren. Sie wollten. Petrus sagte, wohin sollen wir gehen? Er sagte nicht, wohin sollen wir gehen? Wenn ich weggehe, komme ich, muss ich brutzeln.
muss ich in die Sauna. Wenn ich weggehe, gibt's Barbecue. Sagt er nicht. Er sagte, wohin soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und ich sag's euch, wenn ihr hier nicht Worte ewigen Lebens hört, und ich glaube, ich darf es auch für dich sagen, wenn ihr dort in der Gemeinde nicht Worte ewigen Lebens hört, seid ihr frei zu gehen. Dann ist es doch gut, dass ihr dorthin geht, wo Worte des ewigen Lebens gesprochen werden. Aber nicht alle Gläubigen suchen Worte des ewigen Lebens. Manche suchen Ehre von Menschen. Manche suchen Einfluss. Manche suchen Verschiedenes. Und das werden sie hier nicht finden. Diese Gemeinde ist so aufgebaut, dass ich und ihr eins suchen und finden könnt, nämlich Christus. Und wenn ihr gekommen seid, was anderes zu suchen und zu finden, werdet ihr hier nicht glücklich, werdet ihr hier nicht bestätigt und werdet ihr früher oder später wieder gehen. Und manche sind schon gegangen. Und manche werden wiederkommen. Du, manchmal muss ich was sortieren. Manchmal müssen Leute auch Umwege gehen. Auch wir sind manche Umwege gegangen. Weißt du, was ich... Das ist gut, ist entspannt dabei. Jesus hat viele Sachen gepredigt. Er hat Gebote gegeben, die das Leben gelingen lassen. Er hat ethische Dinge gesprochen. Aber wenn man genau beobachtet, was Jesus als Schlüssel im Herzstück am meisten beschäftigt hat, dann war es seine Beziehung zum Vater. Er sprach immer vom Vater. Er hatte diese Beziehung zum Vater. Niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und wen der Sohn es ihm offenbaren will. Er hat ständig seine Beziehung zum Vater zum Thema gemacht. Als sie beten lernen wollten, sprach über diese Beziehung zum Vater. Er sprach ständig über die Beziehung zum Vater und sagte, der Vater liebt mich, ich liebe den Vater. Der Vater ehrt mich, ich ehre den Vater. Der Vater verherrlicht mich, ich verherrliche den Vater. Was hat Jesus eigentlich auf Erden gemacht? Ich sage es euch gleich, nichts anderes wie oben. Er hat letztlich nichts anderes auf Erden uns vorgelebt, was er von Ewigkeit her gelebt hat. Vater, du bist mein Alles. Vater, du bist mein Herzschlag, mein Alles. Und er wollte uns in diese Beziehung hineinnehmen. Er wollte sagen, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Er wollte uns in diese Beziehung hineinnehmen. Und sie haben Jesus angeschaut. Sie haben ihn angehört. Sie haben auf Schritt und Tritt 3,5 Jahre, er hatte kein Privatleben, sind sie mit ihm gegangen. Sie haben ihn beobachtet. Sie haben gedacht, vielleicht erwischen wir ihn bei irgendeinem Fehler. Vielleicht hat Jesus auch ein paar Leichen im Keller. Vielleicht hat er auch ein paar Macken. Und sie haben ihn beobachtet und konnten nichts finden. Sie haben ihn auf den Zahn gefühlt. Sie haben geschaut. Dankeschön. War Spaß eh. Sie haben geschaut, ist das echt? Sind das Worte? Und sie haben gemerkt, ja, es ist echt. Und darum schreibt Johannes, 1. Johannesbrief, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, was unsere Hände betastet haben. Sie haben Jesus angefasst. Jesus konnte man anfassen vom Wort des Lebens. Das verkündigen wir euch, damit ihr Gemeinschaft habt mit uns. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn. Ich sag's euch, das ist das Herzstück des wahren Christentums. Das ist das Herzstück, die Beziehung zum Vater, die Beziehung im Geist zum Vater. Aus dem heraus wirkte Jesus die ganzen Wunder. Aus dem heraus baute er seine Gemeinde. Und ich sag's dir, in der Gemeinde kann es um viel gehen. Wir können auch versuchen, so viele zu heilen und zu evangelisieren. Aber wo führen wir sie hin? Wenn wir sie nicht in die Gemeinschaft mit dem Vater führen, haben wir sie nicht zu dem geführt, wozu Jesus die Menschen geführt hat.
Wenn wir überlegen, was Gott so tut, was Gott von Ewigkeit her getan hat und was in der letzten Zeit her tut, dann merken wir, dass